Bahnhof Klein-Deser. Um 8.38 Uhr fährt der Bus Richtung Löbau. Und 50 Meter daneben rollt die Bahn Richtung Löbau. Gleicher Ort, gleiche Zeit, gleiches Ziel. Selbst die Preise zwischen Bautzen und Löbau sind vergleichbar. Karin Dachselt hat Dienst in der Regiobahn zwischen Großpostwitz und Löbau. Abfahrtssignale geben, Fahrscheine kontrollieren, so es welche zu kontrollieren gibt. Auf den 230 Plätzen nämlich sitzen an diesem Morgen ganze 7 Fahrgäste. Heiße Luft spazieren fahren, das lohnt den Aufwand nicht. Obendrein sei die Strecke in einem schlechten Zustand, klagt die Bahn AG. Entweder es findet sich ein anderer Betreiber oder es ist Schluss mit der Bahn durchs Kuhnewalder Tal in 3 Monaten. Ja, man muss davon ausgehen, weil sie betriebswirtschaftlich eine Katastrophe ist. Das heißt, der Nutzen-Kosten-Faktor, also das Verhältnis der Kosten der Strecke zu dem Nutzen, den sie erbringt, ist äußerst ungünstig. Und das ist ein allgemein anerkannter Bewertungsmaßstab für die Frage, betreibt man eine Strecke weiter oder nicht. Und der ist nun gerade bei der Strecke sehr, sehr schlecht. Dem widerspricht keiner. Nur seien die Probleme mit der Bahn durch die Bahn AG selbst verschuldet worden, sagen die Stilllegungskritiker. Auf Verschleiß sei die Bahn AG gefahren und habe zugesehen, wie ihre Züge auf dieser Strecke ins wirtschaftliche Tal rollten. Was man aber absolut nicht gemacht hat, ist in der eigentlichen Strecke, die da war, auch nur eine Mark Unterhaltung gesteckt. Man hat gleichzeitig nichts in die Bahnhöfe gesteckt, weil die ja wiederum von dem anderen Geschäftsbereich verwaltet waren, und hat eigentlich durch diese ganzen Geschichten, wenn man so unter dem Stichwort Marketing sieht, auch noch den letzten Kunden vergrault. Für jeden gefahrenen Streckenkilometer bekommt die Bahn 17 Mark aus dem Steuertopf, Ausgleichszahlungen. Wo sind die Millionen hin, fragt Bürgermeister Martolok. In die notwendige Gleiserneuerung hat man sie nicht gesteckt und auch nicht zur Modernisierung der Technik verwendet. Denn wie eh und je rollt eine schwere Diesellok mit 2 alten Waggons. Das Gespann verschlingt Summen und ist unattraktiv wie der Fahrplan, nachdem es verkehrt. Weil er öfter fährt, nutzen viele eben lieber den Bus. Hat die Bahn je versucht, attraktiver und wirtschaftlicher zu sein? Für manchen ist es die Kapitulation der Schiene vor der Straße.